Das war eine richtig starke Rettungstat. Ganz hohes Kompliment an den Mann zwischen den Pfosten. Einfach mal entsorgen. Er trifft ihn. Da haben sie echt noch mal die Chance. Klasse Aktion vom Keeper. Er zollt dem Torwart Respekt für seinen Einsatz. Eine 5-Sterne-Parade. Er hat sich den Beifall wirklich verdient. Und sie schlagen ihn raus. André Almeida. Özil mit der Flanke. Ball ist über der Torauslinie, das gibt Abstoß. Pogba. Nee, da ist schon wieder Endstation. Costa. Da geht er alleine. Das ist ein Foul. Eigentlich ist diese Entfernung zum Tor zu groß. Da müsste wirklich alles stimmen, damit der direkt reingeht. Pogba. Bale. Bale mit der Möglichkeit. Bale. Gute Arbeit des Verteidigers. Erklärt auf Kosten einer Ecke. Er springt hoch zum Kopfball. Nee, nicht ganz. Pogba. Er bringt die Flanke. Sie stehen jetzt mächtig unter Druck. Das ist wirklich ansehnlicher Angriffsfußball. Aber der Abschluss, der stimmt einfach nicht. Pogba wird hier klar gefault. Hamburg schon mit zweimal Gelb. Shaw. Schon läuft der Gegenangriff. Da muss er doch einfach mal mit gutem Auge den Kopf hochnehmen und den eigenen Mitspieler mitnehmen. Warum denn nicht? Toni Kroos. Lukaku. Chance vereitelt, hat er richtig gut gemacht. Nein, der kann den Mitspieler nicht erreichen. Pogba. Mesut Özil. Die Schussgelegenheit. Jetzt der Abschluss. Ein Lausbuch. Das sieht gut aus, aber nicht optimal getroffen. Ja, auf diese Idee kannst du mit einer gewissen Spielintelligenz schon mal kommen, aber du solltest das dann etwas kunstvoller ausführen. Der Pfiff des Schiris und nun ist Halbzeit. Eine kompakte Mannschaftsleistung, defensiv wie offensiv, und dafür wurde das Team belohnt. Es steht 1:0 und wir hoffen, dass da noch ein bisschen was kommt in Durchgang 2. Der Anstoß für den zweiten Abschnitt. Hamburg
muss sich jetzt natürlich entscheiden, nachlegen und auf die Entscheidung drängen oder auf Halten spielen. Das könnte natürlich ein Spiel mit dem Feuer sein. Unglaublich viele Freiheiten da auf der Außenbahn. Nein, der war zu lang. Shaw hat den Ball zu stark gespielt. Kane ist der Adressat dieses langen Balls. Das ist sehr anständiges Pressingfall. Kane mit dem Foul, das gibt Freistoß. Hamburg jetzt mit drei Spielern, die bereits gelb gesehen haben. Kompanie. Shaw, die Tür ist sperrangelweit offen. Ball über der Linie, Einwurf. Marco Verratti. Mesut Özil. Das ist Lukaku. Mesut Özil. Marco Verratti. Klares Foulspiel. Jetzt aber. Hamburg hat bislang das einzige Tor erzielt und dementsprechend führen sie ja. Toni Kroos. Der Ball kommt zu Bale. Sakai hat die Kugel und er hat Platz. Flanke. Nee, der ist zu lang geworden. Mesut Özil. Hier ist bislang nur ein Treffer gefallen, aber das ist eben auch dieser feine Unterschied. Und hier steht's 1:0. Die Idee ist da, der Plan ist okay, aber sie müssen es beim nächsten Mal zu Ende spielen. Sie müssen jetzt so langsam aber sicher alles nach vorne werfen. Ja, das war faul. Ganz klar, Freistoß. Und natürlich gibt's hier eine Karte. Hamburg hat sich bisher viermal für eine Karte beworben. Nutze die Chance. Pogba. Der FC Parma bekommt den Freistoß. Also mir ist da schon die ein oder andere zu harte Aktion dabei. Pogba. Kein Zweifel, dass der Trainer mit dieser Mannschaft Ballbesitzfußball anstrebt. Viele kurze und schnelle Pässe. Da kommt die Hereingabe. Und die Abseitsfalle schnappt zu.
Gleich wird erneut gewechselt. Und es müssen gleich zwei Spieler runter. Überhaupt keine Frage. Der Trainer war zuletzt mit den Abläufen auf dem Rasen nicht mehr einverstanden. Da muss sich was tun. Und deswegen jetzt frisches Blut, zwei neue Spieler. Aber astrein vom Ball getrennt. Ja, da hat er ihn erwischt. Nix Elfmeter. Der Schiedsrichter sagt, das Foul war knapp außerhalb des 16ers. Er wird wohl direkt draufhalten. Und der Torhüter weiß natürlich ganz genau, dass die Mauer richtig steht. Das könnte jetzt von allerhöchster Bedeutung werden. Toni Kroos. Lamela spielt ihn nach innen. Da fackelt er nicht lange. Hauptsache weg. Die lassen überhaupt keine Räume zu. Es bringt doch jetzt sowieso nichts mehr, zurückhaltend zu spielen. Wichtig ist nur, die Defensive darf nicht komplett aufgelöst werden. Und nach vorne muss ein bisschen mehr passieren. Toni Kroos. Sakai. Koulibaly. Marco Verratti. Sakai. Bale. Sie wollen das nächste Tor. Das wäre hier die Entscheidung, aber solange das nicht gelingt, bleibt es hier spannend. Und er marschiert weiter. Und bitte. Jetzt der Schuss. Da sind aller guten Dinge zwei. Das Ding haben sie liegen lassen. Sie haben die Chancen, aber sie machen zu wenig draus. Das muss definitiv besser werden. Brozovic. Sakai. Nur noch ein paar Sekunden, dann ist das Ziel erreicht. Toni Kroos. Kommt der an? Per Kopf. Ui, weit daneben. Schwacher Pass. Pogba. Er streckt sich und kommt an die Kugel ran. Koulibaly. Marco Verratti. Bale. Jetzt beginnt die Nachspielzeit. Genau so läuft man den Gegner heutzutage an. Ein klasse Zuspiel. Lukaku mit der Chance. Das ist die Möglichkeit. Und das war's. Sie haben alles versucht, das Ding doch noch auszugleichen. Und ein Haar wäre ihr Einsatz belohnt worden. Aber guter Wille allein gewinnt kein Spiel. So ist es halt. Das Abwehrbollwerk hat dieses Spiel gewonnen. Für den Gegner gab es